Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Sie möchte offensichtlich ein Bad nehmen. Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Na gut, sie ist jetzt hier, um ein Bad zu nehmen, warum auch nicht. Aber was ich gerade nicht verstehe, die anderen waren ja bereits hier und gehen jetzt in eine andere Hütte. Warum? Das verstehe ich gerade nicht. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall, die anderen beiden sind unterwegs zur zweiten Hütte. Und sie hier, Sam, die mir sympathisch ist bisher, möchte ein Bad nehmen. Und bisher gibt es nur kaltes Wasser. Was war das? Ja, was war das? Gehen wir erstmal nachsehen. Ist hier was? Da oben leuchtet auf jeden Fall schon mal was. Da ist auch was. Eine Scary Eule oder was ist das? Ich meine nicht das. Joan D. Smith, Tattoo Artist. Aha. 28. März 2013. Jemand, der ein Tattoo hat. Vielleicht Josh, der hier wohnt, oder was? Aber diese Eule da, die ist irgendwie... Naja, ich weiß nicht. Scary. Ist hier sonst noch was? Ist hier sonst noch was? Was ist da? HW. Öffnen. Frohe Weihnachten 2010. Schwesterherz, ich hab dich lieb, Josh. Okay. Schönes Geschenk. Und was ist da? Party! Liebe Henna, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party um 19 Uhr am 13.07.2013. Hier, Casa de Mike, bei mir zu Hause. Um Antwort wird gebeten. Mike oder was? Ich erkenne die Typen nicht. Das sind mir hier zu viele Leute. Bin ich ganz ehrlich. Hier sind mir echt zu viele Leute. Da unten ist was. Was denn? Ein Foto. Schnipsel. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. MM vor HW. Hauptsächlich C. Oho. Das wird nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, waghalsiger und extrem gut aussehender Typ und du bleibst zu Hause und bestichst Kissen oder übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg, lass dich tätowieren oder sowas ähnliches. Alles, was seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey! Hey, du tust es für die Liebe, oder? Tu es einfach. Ja, komische Bilder. Was heißt Bilder? Komische Schnipsel, die ich da finde. Hier drin ist auf jeden Fall nichts mehr. Da, Moment, zurück. Da ist ein Eulenbild. Naja, schön ist anders, aber immerhin ein Eulenbild. Hier beim Bett vielleicht was? Nö, nicht wirklich. Hier? Doch, da! Was ist das denn? Hannah, Josh und Beth, ihr seid eingeladen zur Sams Halloween Party. Halloween 2013, Kostüme sind Pflicht. Das ist das Bild vom Psychiater. Was soll das denn bedeuten? Dieses Bild hat uns der Psychiater gezeigt. Das macht mir jetzt schon wieder ein bisschen Sorgen. Ehrlich gesagt.
Okay. Okay. Aber Sam, such mal weiter. Du bist mir bisher nicht negativ aufgefallen, deswegen mag ich dich noch. Okay. Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Ich möchte eigentlich lieber warmes Wasser finden. Da unten sitzen die anderen, ja? Was ist das? Eine Art Oscar? Oder eine Auszeichnung halt? Bester Hollywood-Film 2009. Regisseur Bob Washington, Plot Monastery. Sag mir auf jeden Fall gar nichts, weder der Name noch der Film. Okay, bester Mörder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Keine Ahnung, was sie da unten labern. Ich suche mir erstmal meinen Weg hier oben weiter. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu sehen oder zu finden, keine Ahnung. Hier? Nö. Aber da ist eine Tür offen. Möchte ich mir ansehen. Ist zu. Kacke. Okay, aber eigentlich möchte sie ja nur baden. Ein warmes Bad nehmen. Das soll ihr auch gegönnt sein, meinetwegen. Da vorne geht's runter. Wem gehört das Haus? Josh, glaube ich, oder? Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ja, ganz toll, oder? Warte, soll das heißen, wir machen eine Seance? Ein Hexenbrett? Sam, ich glaube, du gehst lieber wieder. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh. Kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten? Nee, also beim Hexenbrett, da hört's bei mir auf, ganz im Ernst. Ich bin offen für Übernatürliches, ich glaub sogar an solchen Scheiß. Aber bei einem Hexenbrett, nein, danke, da will ich nicht dabei sein. Echt nicht. Kann ich hier reingehen? Sieht so aus. Und hier drin hat was geleuchtet, da! Okay. Nee, wenn ihr mir mit einem Ouija-Brett ankommt, dann muss ich sagen, nein, danke fürs Gespräch, ich gehe lieber. Auch wenn das alles nur Humbug ist, nein, danke. Ich bin da zu, weiß ich nicht, zu offen für sowas. Auch zu. Ja, und deswegen tue ich mir auch sowas lieber überhaupt nicht an. Noch ein Foto. Haben wir schon gesehen. Eigentlich. Ja. Ich folge ihm mal. Oben haben wir ja theoretisch alles gesehen. Da, ich kann doch nach draußen gehen. Oder irgendwie sowas. Will sie nicht lang gehen. Warum nicht? Fuck. Was tust du hier? Geh runter. Möchte noch da nach draußen gehen eigentlich. Nein, ich gehe erst noch nach draußen. Möchte ich mir ansehen. Kann ich hier überhaupt durch? Nein. Warum nicht? Vielleicht hier hinten durch? Ich kann gar nicht da durch. Oder ich habe jetzt was übersehen. Kann auch sein. Naja. Nicht so wild. Ich folge dem Typen mal. Hier runter nämlich. Hey, hast du gecheckt,
mitgekriegt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Warum meinst du? Ich muss was unternehmen, die sind süß. Was soll ich tun? Sind die beiden süß? Glaub schon. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Ein traumatisches Erlebnis brauchen die zusammen? Ja, ich glaube auch. Ist das hier ein Foto? Zeig mal. Josh mit seinen hübschen Schwestern Hannah und Beth. Ihr seht super aus, Leute. 16. August 2013. Hier müsste zu sein. Bitte, hier ist zu, oder? Ja, danke. Okay. Was steht da? Cinema Room. Kinoraum? Cool, die haben hier ein eigenes Kino. Nicht schlecht. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Dann folgen wir ihm mal. Kannst du uns warmes Wasser besorgen? Weißt du, Sam? Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Wir sind für dich da. Es waren immerhin deine Schwestern. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Spaß sollen wir haben? Okay. Wenn du meinst. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Ich hoffe doch. Ich bin auf jeden Fall bereit, wenn was passiert. Ich habe vor kurzem The Darkness 2 gespielt. Ich bin ein bisschen nervös, wenn solche Ecken kommen. Wenn solche Lichter kommen. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Allerdings nicht. Muss ich jetzt mich hier noch selber umsehen? Was ist das? Baseballschläger? Baseball im Schnee. Ernsthaft, ist das deiner? Was macht der denn hier? Ist das deiner? Klar. Ja, ich habe früher immer mit Dad Baseball gespielt. Aber das war, bevor er keine Zeit mehr hatte, was mit mir zu machen. Ach, erzähl's deinem Friseur, stimmt's? Okay, mal sehen, was ich mit diesem alten Heißwassergerät anstellen kann. Stell den nicht zu weit weg am besten. Man weiß ja nie. Hier, kannst du mal halten? Ja, klar. Was war das? Was war was? Hey. Das Geräusch. Ich geh hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Ja, ist ja gut. Ich leuchte. Klappt's? Nicht schlecht. Ah! Ich habe ruhig gehalten. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Okay, versuchen wir es. Und drehen. Klingt doch schon mal gut. Wow.
Super. Okay. High five. Verdammt! Zu langsam. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich wollte doch einschlagen. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsche dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Okay, scheint's mir nicht übel zu nehmen. Immerhin das. Nee, kein Streich jetzt. Ich will mich mit ihm gutstellen, nachdem ich sein High Five nicht erwidert habe. Ich hatte keine Angst. Nein, nein. Du bist gehüpft, weil du schon mal üben wolltest fürs Aerobic. Ja, du hattest auch Angst. Oh mein Gott. Du hattest auch eine Heidenangst. Was? Nein, du bist so weiß wie die Wand. Nee, nein, komm schon. Ich war oft genug hier unten. Die Bude macht jede Menge Geräusche. Die alte Lodge muss eben ab und zu mal rülpsen. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Ich schau nach, wir sollten nachsehen. Wir sollten zusammen nachsehen. Besorgt. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Okay, wir gehen offensichtlich nachsehen. Da oben sitzt eine Ratte oder eine Maus. Oh. What the fuck? Schnell! Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Was ist das für ein Typ? Mit seiner Jason Voorhees-Maske. Fuck! Renn schneller! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ich drück doch, ich tu alles! Oh, komm schon, wieso ist sie abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Na, super Idee! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Du! Ich hab dich erwischt! Du verdammtes Arschloch! Was? Schön, schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Du bist auch ein Arschloch. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh nein. Hm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Sam, ich komme gern mit dir. Das muss ich auch nicht unbedingt miterleben.